Hallo Welt, ja, da sind wir wieder und wir wollen hier mit Auric West erstmal sprechen. Bertie da drüben hat uns, wir dürfen nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, er ist im Plentico oder was hat er gesagt, Inkognito. Er sagte, Auric hätte ihn gesehen, er hätte ein Alibi, quasi durch Auric könnte er ein Alibi haben. Also sprechen wir mal mit Auric. Wer bist du? Bist du Auric? Hey pal, over here. Was gibt es? Hey there. You're looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the bar for a good time. Maybe you're interested in something a little better than beer or Adreno? Something with a little more kick? Na, was verkaufst du? Vielleicht was im Moment besser als Bier? Wie soll denn das gehen? Willst du mich veräppeln? Bold claim, I know. But I wouldn't lie to you, friend. The name's Auric. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals. Natural substances and the like. You know, alternative stuff. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anticleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture? Not all of them are as good for you as the board wants you to believe. Na wirklich? Das klingt medizinisch fragwürdig, oder? Alternatives. That's the way to go, pal. Trust me. No matter what ails you, I got what you need. Was für alternative Medizin verkaufst du denn? What do I sell? I've got premium shit, my friend. Vitamins like you wouldn't believe. Calcium, vitamin D, reverse vitamin D. I got everything, my friend. You got stress problems? I got stress solutions. Aromatherapy eases the mind. Diluted mantisaur essence, best kept secret in the business. And if you're a real freak, techniques to calm yourself by fooling your own mind. If they can tame the rage of a certain well-known tossball star, they can help anybody. Nein, erstmal möchte ich nur was fragen zu Bertie Holcomb. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Dann muss ich dir das sagen, warum? Bist du sonst beleidigt? Also ich bin eine freischaffende Inspektorin. Die im Tod von Halcyon Helen ermittelt. Sam, wieso müssen wir das immer allen auf die Nase binden? Tja, aber das macht er doch auch. Wer? Naja, der, wie heißt der, Colombo? Nein, der sagt immer, nein, ach, eine Frage hätte ich da noch. Ach, übrigens. und dann wird's aufgeklärt. Also, was lässt dich annehmen, dass ich ein Sheriff bin? Because you talk like one. I'd like to ask you some questions. No one says that outside of the serials. Ich bin nicht hier, um dich in Schwierigkeiten zu bringen. Ich will nur reden. All right, fine. Yeah, I know Bertie. So what? Ich habe gehört, du hattest Bertie ein paar Atemzügen beigebracht. Yeah, that was me. Atemübung. Bertie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. Woher kennst du Bertie eigentlich? He may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantisaur essence here, a little vitamin B negative there. Wozu das denn? He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing tossball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. Was meinst du mit Wurfball macht Dinge mit deinem Kopf? Wenn du einen draufkriegst, vielleicht. Come on. Bertie's a damn good hacker.
But taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories loose. I worry about him, that's all. He's a good kid. Got a good heart. Na gut, war Bertie denn am Abend von Halcyon Helens Tod bei dir? Yeah. Damn shame about that. Bertie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Na gut. Das war's dann wohl erstmal. Ja, dann bleibt uns wohl nichts übrig. Wir müssen wohl mit dem Administrator reden erstmal. Ich traue ja nicht mal dem Administrator so richtig. Bitcoin Terminal. Bist du es leid, auf deinem Schiff zu schlafen? Mutet das Grand Colonial deinem Bit-Modul ein bisschen zu viel zu? Mittelmäßiger Luxus wartet nur auf dich. Gönn dir eine Bitcoin. Einheit mieten? Was? 1000 Bits? Kaufen? Ja, dafür kann ich die allerdings kaufen, oder? Haftungsausschuss gibt's auch. Haftungsausschluss. Sublight, Salvage and Shipping Underground ist nicht verantwortlich für jedwede Schäden, die Kunden bei der Miete dieser Einheit entstehen könnten. Slug übernimmt keine Gewähr für den Zustand dieser Einheit oder die darin befindliche Ausstattung. Slug garantiert nicht, dass diese Einheit frei von Schädlingen ist. Von Nutzer, Nutzerinnen dieser Einheit absichtlich oder unabsichtlich getötete Schädlinge sind Eigentum von Slug. Die Entfernung besagter getöteter Schädlinge wird mit einer Gebühr von mindestens 1000 Bits geahndet. Durch deine Zustimmung, diese Einheit zu mieten, verzichtest du auf jegliches Recht, Slug auf Schadenersatz zu verklagen. Wir haben die Bitcoin-Schlüsselkarte. Das dürften wir so knacken. Das würde mich ja schon interessieren, wie diese Dinger von innen aussehen. Die haben aber auch... Oh, die haben aber ganz schön viele. Ach, das ist die Sicherheit hier. Mit Sicherheit ist das die Sicherheit. Wir dürfen nichts sehen. Nichts nehmen. Raumhafensicherheitsprotokoll-Checkliste. Erstens, der Undock-Prozedur abwarten. Das Ende der Undock-Rezeptur. Nein, Prozedur abwarten, inklusive Übermittlung der Liegegebühren. Zweitens, Kapitän des angedockten Schiffs begrüßen und Anlegegebühren eintreiben. Bei erneuten Besuchen Anlegegebühren verdoppeln. Werden nicht im Voraus kontaktiert. Warum? Na gut. Frachtbrief verlangen, prozentuale Gebühr für jedes Frachtstück verlangen, Gebühr verdoppeln, falls Kapitän sich beklagt hatte. Viertens, bei weiteren Klagen direkt Slug-Problemlöser rufen. Mhm. Fünftens, Frachtversicherung für 5000 Bits Prämie anbieten. Bei Ablehnung Slug-Problemlöser zwecks späterer Neuordnung der Fracht benachrichtigen. Sechstens, mit Laderoboter-Einheiten Fracht zum Frachthafen transportieren. Siebtens, Fracht öffnen und inspizieren. Bei nicht im Frachtbrief erwähnter Fracht inklusive zusätzlicher Fracht oder eingeschlichenem Ungeziefer 2000 Bits Strafgebühr erheben pro Kilo Fracht einzelnem Tier.
Achtens, bei nicht vorhandener, nicht erwähnter Fracht eigene platzieren und Schritt 7 wiederholen. Wow, Slug sind ja, das sind ja Verbrecher. Das hatte ich aber schon die ganze Zeit so ein Gefühl, dass die irgendwie merkwürdig sind, oder? Why'd Helen have to go and die in our hotel? We don't need that kind of notoriety. Ja, wir könnten knacken. Und warum können wir ausgerechnet die eine hier öffnen? Mit der Schlüsselkarte, optional, Bitcoin Schlüsselkarte verwenden. Ich war zu neugierig. Ich musste einfach... gucken, was hier ist. E, Slug, Arbeiter, Ausweismodul aufheben. Ja, und dabei ist hier drin überhaupt nichts. Nichts Interessantes drin hier, außer das. Wow, ja, das sind ganz schön viele noch hier. Administrator können wir rufen vom nächsten Terminal aus oder... nur vom Hotel aus. Nur vom Hotel aus wohl. Ja, aber sollen wir das jetzt auch wirklich jedes Mal machen? Ich meine, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir machen könnten. Na egal, wir sind ja schnell. Ja, ich bring mich zur Penthouse Suite. Next stop, the finest seat in the house. Inspector, I've just received word that Constable Keane is dead. Please tell me it isn't true. Ja, sie wurde in ihrem Büro ermordet. It's all right. You don't have to say anything. Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keane. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore, so I'm counting on you. Ja, wer auch immer sie ermordet hat, hat den Stachel verwendet. Wir müssen ihm nicht alles verraten. Obwohl, wenn wir das alles verraten und sich irgendetwas ändert, können wir vermuten, dass er es war. Oder er jemanden kennt, bei dem er sich verraten hat. Also wenn wir jetzt sagen, der Stachel, immer der Stachel, das ist total auffällig, der Stachel. Und dann ist es auf einmal nicht mehr der Stachel, womit ermordet wird. Dann könnte er es sein. Oder es könnte einfach nur ein Zufall sein. War sie dir denn wichtig? Maria devoted her entire life to our vision. She was absolutely committed to our company.
to our project. I promised myself I'd reward her after we launched Spectrum Brown. I'd make sure she was comfortable for the rest of her life. She was also our voice of reason. She was sensible, and I appreciated her advice. I never got to tell her that. Wer auch immer sie ermordet hat, na, genug geredet. Ich finde heraus, wer das war. Make them suffer, Inspector. Ach so, übrigens ist es mir gelungen, Black Hole Bertie zu finden. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Unglücklich und verdächtig. Das sieht nicht gut aus für Bertie. That's ominous. Bertie Holcomb. How have you gone and complicated my life this time? Er hat ein Maskottchen überzeugt, sich auf mein Zimmer zu schleichen und Beweismittel zu suchen. Also der war ganz schön betrunken in der Nacht von Helens Ermordung. Das macht seine Geschichte unzuverlässig. I do wish Bertie wouldn't take refuge in the glass bottle every time something goes wrong in his life. If Bertie was drunk on the night of Helen's murder, then you're right. He has no alibi. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Was für eine Rolle spielt das? Verhaft ihn einfach, denk dir eine Anklage aus und geh deinem Leben nach. Also eigentlich glaube ich nicht, dass er das gemacht hat. Möglich ist alles, also man kann es nicht ausschließen. Ich gehe immer noch allen Spuren nach. Understood. I appreciate your candor. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. Bertie sollte zu seiner eigenen Sicherheit eingesperrt werden, aber ja, ich weiß ja nicht. Dann ist aber auch gut zu finden für den Mörder. Und der Mörder ist ja sogar in dieses verriegelte Labor reingekommen. Also, so ein Hotel hier wird ja auch dann kein Problem sein. Ach ja, Bertie hat eingewilligt, im Grand Colonial zu bleiben. Muss ich das sagen? I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. If you're through investigating Bertie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this investigation. I don't trust Cedric when he's comfortable. Na gut, dann komme ich wohl wieder, hä? Oh Mann. Aber warum kann ich den nicht leiden? Vielleicht, weil ich Autoritätspersonen einfach nicht leiden kann? Das hätten sie auch irgendwen anders dahinstellen können. Und wo ist die Frau? Mit der Frau haben wir uns doch gut unterhalten. Die Frau ist tot. Und das war auch eine Autoritätsperson. Okay, sammeln wir weiter Hinweise oder können wir jetzt schon was aufschlüsseln? Also hier ist nichts passiert. Nee, wir können noch nichts aufschlüsseln. Es fehlt noch zu viel. Wir brauchen mehr Hinweise.
Und du? Is this how people in Byzantium live all the time? Ja gut, liebe Welt da draußen, in der nächsten Folge werden wir hier mit Cedric sprechen. Vielleicht. Aber vielleicht gehen wir auch einem anderen Hinweis nach. Ich bedanke mich, und das wissen wir, für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.